weil man ja bekanntlich nie genug testen kann, ist das wichtigste Ziel testen, testen, testen. Je mehr wir testen, desto besser. Ging es für mich in den letzten Wochen zum FDP-Test, zum VSW-Max-Test, zum Laktat-Test, zum Laktat-Bildungsraten-Test, zum Glukosetest, 5 Stunden lang 81 Kilometer auf der Rolle fahren, zum Test auf der Strecke, 44 Runden in Bad Blomau, das ist ein Drittel der Renndistanz. Der FDP-Test der Saison ist jetzt hinter mir. So, auf dem Weg nach Kapfenberg zur Spirometrie, das erste Mal seit, glaube ich, ja, 8 Jahren oder so, oder noch länger. Also Spirometrie ist, glaube ich, sogar noch länger her. Das habe ich in meiner Jugend und Radsportzeit öfter gemacht. Seitdem eigentlich relativ wenig, in den letzten Jahren eher dann feldgesteuert, das heißt FDP und Watt gesteuert und diese Diagnostik ein bisschen hinten angestellt. Worum es jetzt aber geht, ist einfach wirklich die Bereiche zu bestimmen, um die wirklich absolut valide zu bestimmen. Und da habe ich mich eben auch in die Hände der Wissenschaft begeben. Vor allem aus unserem Trainerteam, der Roman Thürauer, der sich extrem mit Diagnostik beschäftigt und ein unglaubliches Wissen hat, was das angeht. Und mit dem Team von High Performance Diagnostics werden wir jetzt einige Tests machen. Und ja, ich bin schon gespannt. Wie gesagt, es ist lange her. Und schauen, was aus meinem Körper rauszuholen ist und wie die Werte dann im Endeffekt sind. Ja, wir haben am Andi heute Leistungsdiagnostik gemacht mit einer medizinischen Untersuchung. Zuerst haben wir eine klinische Untersuchung gemacht, Anamnese erhoben, Blutdruckverhalten, Puls auskultiert, perkutiert, Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG. Das Ruhe-EKG, das ist in Ordnung. Belastungs-EKG war während der Belastung auch nichts zum Sehen. Die genauere Auswertung werden wir dem Andi noch einmal zuschicken. Und Lungenfunktion haben wir noch gemacht. Und dann in der ersten Belastungsstufe nochmal den Blutdruck gemessen und dann sind wir übergegangen zu den sportwissenschaftlichen Messungen. Da wird der Peter euch jetzt noch mehr dazu erzählen. Dann ging es zur Sache, genau. Zuerst haben wir die maximale Laktatbildungsrate getestet am Zyklus 2 und am eigenen Rad vom Andi. 10 Sekunden All Out und Laktatmessung jede Minute bis zur Erreichung des Maximallaktats. Und dann Spirometrie mit Laktat für die Bestimmung der Stoffwechselschwellen und maximale Sauerstoffaufnahme. Was erwarten wir uns jetzt da an der Entwicklung im Hinblick auf den Doppel-Ironman? Also wir kennen jetzt deine Werte bei der Fauler Max, der maximalen Laktatbildungsrate. Dann wir kennen deine Stoffwechselschwellen, der VO2 Max, dein Fettstoffwechsel. Das nehmen wir als Referenz her, schauen, wo deine Stärken und Schwächen sind. Dann geben wir deinen Trainern die Empfehlungen, woran sie am besten mit dir arbeiten können. Und soweit wird es dann einen guten Plan ergeben für die Vorbereitung. Gibt es dann noch eine Wiederholung des Tests, um jetzt quasi den Trainingsfortschritt zu dokumentieren oder zu sehen? In Abstimmung mit dir und deinen Trainern werden wir die dann noch einmal testen, in circa 1,5 Monaten. Dann schauen wir, wo du stehst. Perfekt, bis dorthin bin ich hoffentlich wieder erholt von den 11,8 Millimol, die ich in den Beinen habe. 12,7 Millimol. Ja. So, heute am Abend gibt es Milkshake auf den Beinen. So, nun ist auch der letzte Test und der Abschluss der Testen-Testen-Testen-Serie. Testen, testen, testen. Fertig. Laktatbildungsrate. Ausbelastung, VO2 Max, die Schwellenwerte, alles haben wir heute bestimmt. Aber da man, wie gesagt, nicht genug testen kann, gibt es jetzt von meinem Partner Omnibiotic einen Testkit und eine Darmuntersuchung mehr oder weniger, wo der Flora-Status, also das Basisprofil des Darm, ausgewertet wird.
der Flora-Status, die Verdauungsrückständen, die PE-Elastase, die Gallensäuren und viele andere Werte, einfach einmal um zu sehen, wie es um meine Darmgesundheit bestellt ist. Das ist etwas ein Thema, wo sich der Sportler vielleicht zu wenig Gedanken macht. Man sieht es dann, wenn Magenprobleme auftreten im Wettkampf. Ich bin grundsätzlich jemand, der eigentlich eine ganz gute Darmgesundheit und gute Darmtätigkeit hat, glaube ich. Allerdings habe ich auch auf langen Distanzen immer wieder mal gegen Ende dann mit energetischen Problemen zu kämpfen und mit dem einen oder anderen Magen-Darm-Problem, dass es sicherlich noch zu verbessern gilt und gerade jetzt auf der doppelten Ironman-Distanz dann einfach dann wirklich rennentscheidend sein kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit Omnibiotic hier einen Partner habe, der das unterstützt, der mir die Möglichkeit gibt, diese Sequenzierungen durchzumachen und dann einfach zu sehen, wie mein Darmstatus ist und wie man gegebenenfalls dann noch substituieren kann, um die Situation zu verbessern. Denn Kohlenhydrataufnahme, die Verwertung, das spielt alles zusammen. Und du kannst das beste Kohlenhydratgetränk haben, das in der Theorie ist, aber wenn es für dich selbst jetzt nicht passt und du es nicht optimal verwertest, dann wirst du ein Problem haben. Und deswegen, ich lasse ja nichts unversucht und ich bringe dieses Projekt jetzt völlig zum Eskalieren. Ich habe gesagt, ich gebe mich wirklich in die Hände der Wissenschaft und genau das mache ich jetzt. Ich habe das jetzt alles schon fertig. Es ist natürlich mittels einer Stuhlprobe. Ganz klar, wenn man die Darmtätigkeit und den Status des Darms untersucht, dann passiert das eben mit einer Stuhlprobe. Die schicke ich jetzt ab und bin schon gespannt auf das Ergebnis und was dabei herauskommen wird.